Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit deiner täglichen Dosis Angeberwissen. Hier ist der Marc Hagenbeck. Hi. Und ich bin der Sashi. Und heute haben wir den 20. Februar und am 20. Februar hat Geburtstag Rihanna. Rihanna. Kennst du? Natürlich kenne ich Rihanna. Lecker Schnitzel, ne? Ich habe die immer noch vor mir, also ich meine gedanklich. Gedanklich vor mir, wie sie mit diesem Regenschirm da tanzt. Umbrella und so. Ella. Coming on to my underwear. Nein. Ja. Jedenfalls, die ist 1988 geboren. Die ist mal schön 16 Jahre jünger als du. Musst du das eigentlich bei jeder Gelegenheit erwähnen, wie alt ich bin? Ich habe nur gesagt, sie ist 16 Jahre jünger als du. Das macht nichts. Den Rest kann man sicher denken. Es gibt Frauen, die stehen durchaus auf reifere Herren. Ja, aber nur die wenigen. Auf die Reifen. Auf die Reifen. Nur die hässlichen, muss ich jetzt sagen. Ja, was gab es noch am 20. Februar? Am 20. Februar 1967 führte die DDR eine eigene Staatsbürgerschaft ein. Staatsbürgerschaft? Staatsbürgerschaft, okay. Jawohl. Alle Menschen, die dort lebten, waren ab diesem Tag DDR-Staatsbürger. Oh, ist ja... War eine traurige Sache. Wieso? Wenigstens hatten sie eine Staatsbürgerschaft. Was haben wir noch an Themen? Ja, am 20. Februar hat als erster Amerikaner der Astronaut John H. Glenn in einem Raumfahrzeug die Erde umrundet. Mensch. Ja, das ist er hier. Juri Gagarin war ja vorher. Ja. Und er hier hat das 1962 gemacht. Und dann haben die Amerikaner halt ein bisschen aufgeholt. Dann sind sie auf den Mond geflogen, den ganzen Rotz. Ist ganz klar. Aber er war der erste Amerikaner. Und deswegen wurde auch Lego entwickelt. Das nur mal am Rande. Wer? Sputnik-Schock. Deswegen haben die Amerikaner Lego entwickelt. Lego? Ja, damit die Kinder kreativer werden und mehr sich für Technik interessieren und so weiter. Ich denke, Lego ist aus Dänemark. Nein, ist es nicht. Nein? So! Was erzählt er denn da? Ja. Ja. Dann war es halt irgendwas anderes, weiß ich nicht. Ja, was war noch am 20. Februar? Ich gehe jetzt noch. Achso, ich muss ja noch. Am 20. Februar... Und zwar 1995 führte der japanische Allergikerverband einen Gedenktag, und zwar den Japan-Tag der Allergiker ein. Ja, also normalerweise, wenn ich Japaner wäre, wäre das mein Tag, weil ich habe ja alles. Ja, ich du hast alles? Ich habe Hausstauballergie, ja. Ich habe Heuschnupfen, ja. Ich habe Tierhaarallergie, Hunde, ja. Katzen. Ich bin sogar allergisch gegen Tiger, habe ich auch rausgekriegt. Und ich bin allergisch gegen Pollen. Ach, komm. Hast du auch Magnetismus und sowas? Oder ist es, ob ich das habe? Ja. Wie Magnetismus? Magnetismus? Was hat das mit Allergie zu tun? Weißt du Bescheid, Schatz. Ja, auf jeden Fall, was ich noch, gegen Luftballons bin ich auch allergisch. Gegen Luftballons? Ja, gegen Luftballons. Oh. Ja. Und wenn man gegen Luftballons allergisch ist, das ist also, ja, dann ist dann klar, ist das Leben nicht mehr lebenswert. Wogegen man noch allergisch ist. Natürlich. Habe ich nicht gesagt. Ja, ja, genau. Das war der 20. Februar. Heute Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Geht raus in die Welt und erzählt ein bisschen mehr von diesem Angeberwissen. Und morgen schaltet wieder rein, wenn es heißt Schoki Banoki Daily. Und like das hier. Ihr müsst es liken. Kinder. Ja, liken und den Kanal abonnieren. Ja, natürlich. Abonniert. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.